Captain, mein Captain. Oh Mann. Okay. Doppelcheck. Dann laufen wir. War das eben. Nee. Ich dachte, ich hätte ein Abzeichen entdeckt. Captain, oh mein Captain, du wirst dein Brautkleid tragen. Dich ein hübschen Smoking. Mit einer Fliege. Mistling spielt mit uns. Mein Captain, du wirst dein Brautkleid tragen. Dich ein hübschen Smoking mit einer Fliege dran. Captain, mein Captain. Du wirst dein Brautkleid tragen. Hi. Und ich ein Smoking mit einer hübschen Fliege dran. Captain, oh Captain. Captain! Du wirst dein Brautkleid tragen. Stell dir Chris in dem Brautkleid vor, ich finde das absolut wundervoll. Aber es muss schulterfrei sein. So ein bisschen sexy und so, ne? Okay, wir finden das Drecksvieh und erledigen es. Schnell und gnadenlos. Das ist so freaky, dass wir in der Zahnarztpraxis sind. Da halte ich mich total gern auf. Captain, mein Captain, du willst dein Brautkleid tragen. Dich ein hübschen Smoking mit einer Fliege dran. Ach ja. Hallo, Was hältst du von Flitterwochen auf dem Malediven? Wo bist du, du Mistvieh? Oh, das sieht gut nach Kampf aus, weil da können wir erkennen, wo es kommt. Ja, wurde angebracht. Ich hab voll die alle. Endlich zeigst du dein hässliches Gesicht. Das könnte Kampf sein. Zähne sind ja süß. Alter! Gleich wurde das als allererstes in die Fresse. Och man. Was ist denn das Vieh jetzt? Ach, ich sehe es, glaube ich. Da ist es. Da! Es ist da drüben! Okay, jetzt kommt hier wieder runter. Captain, mein Captain, willst du ein Brautkleid haben? Meine Männer getötet! Dich ein hübschen Smoking mit einer Fliege dran. Ich glaube, es ist da lang, Captain. Captain, mein Captain, du willst ein Brautkleid tragen. Oh, wie kommt man da rein? Ich sorge dafür, dass das ein Ohrwurm wird. Wird aber nicht lange anhalten, das wird nämlich nicht im Radio. Wie komme ich da in den Raum rein? Kommt drauf an, wie einflussreich ich sein werde. Captain, mein Captain, du bist der Brautkleid tragen. Hilfe, Captain. Ach du Scheiße. Das war freaky. Captain, mein Captain, du bist der Brautkleid tragen. Heilige Schande, ey. Diese Schlange meint echt gut für mich, ey. Pierce! Fuck!
bin auf dem Weg. Das ist eindeutig eine Würgeschlange. Das ist keine Giftschlange, das ist eindeutig eine Würgeschlange. Die wickelt sich um dich herum. Da sabbert's. Da ist er. Mein Captain, du wirst ein Freitag sein. Oh, neben mir. Dich ein hübschen Smoking mit einer Fliege dran. Dum-dum-dum, Captain, Captain. Das Ding ist hier drin. Du wirst ein Freitag tragen. Im nächsten Raum. Im nächsten Raum wirst du ein Brautkleid tragen, ist auch noch. Nein, da ist die Schlange. Scheiße. No. Das war jetzt verdammt nah. Keine Sorge. Gotcha, Captain. Gotcha. Hilfe! Toll, der nächste Tür. Nein, komm, warte. Captain, mein Captain, du wirst ein Brautkleid tragen. Captain. Und ich ein hübschen Smoking mit einer Fliege dran. Hallo! Ja. Ernsthaft? Seine Haut muss dicker geworden sein! Unsere Waffen richten nichts aus! Au! Dann müssen wir etwas anderes finden. Ah, oh, wir können ihm Stromschlag geben. Yeah. Das ist cool. Einer muss ihn aber hinlocken. Mann! Ich berühre doch bloß den Schwanz, mal ohne Mist. Marco, so. Das Ding ist nicht aufgeladen! Ah, die Tür ist immer wieder. Bin dabei! Oh, mag ich das. Tja, that was a thing. Das ist auch eine total bescheuerte Riesenstecker für eine Riesensteckdose. Nein, sie hat sich gedreht! Fuck! Die glibbert mich immer weg. Mist Vieh. Versuch sie herzulocken. Nein, du musst uns bleiben! Oh Gott! Ich muss Pillen machen. Da musst du nicht. Wo bin ich denn hier schon wieder? Yes! Stirb, du Scheißvieh! Stirb! Wir haben das Biest gegrillt! Oh, Marco lebt noch! Cool! Marco! Ist alles okay? Marco! Polo! Ja, wie? Wir kriegen dafür keine Erfahrungspunkte? Ehrlich, was für Arsch ist das denn? Wir kriegen dafür gar nichts. Oh, Marco, Mann. Du bist so stark. Sehr cool. Ups. Okay. Nicht zu nah ans Kabel gehen, Captain. Nicht zu nah ans Kabel gehen, Captain. Wenigstens wäre das erledigt. Aber keine Eva. Willst du Pillen machen? Ich werde nicht soll ich mal warten? Ja, Kopf in meinen Händen gerade. Halte. Okay. Hey, Captain.
Pierce! Captain, mein Captain, du wirst ein Brautkleid tragen. Ich ein hübschen Smoking mit einer Fliege dran. Das ist Wahnsinn. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen weg. Captain! Sucht ihr nach mir? Na toll, Markus tot. Ada! Halt! Uns bleibt keine Wahl. Es muss sein. Er würde dasselbe für uns tun. Ja, toll. Ist jetzt also ein Insekt. Wie soll man das jetzt besiegen? Also ist jetzt ein Insekt, ja. Das sind die freakigsten Gegner, die uns zerrten. Ich hab noch eine Granate. Der sieht auch nichts aus. Was zur Hölle? Ah, wenn die sich loslösen, dann kommt ja so ein Rieseninsekt, das musst du töten. Du musst die Mama töten quasi. Ja, und gut, dass die Insekten immer auf mich losgehen. Ah, okay. Yep. Oh, er hat uns seine Explosionssachen hinterlassen. Markus C4 Sprengstoff Lado. Herzlichen Glückwunsch. Marco Polo. Captain, bist rot. Mhm. Captain! Ich bin immer so geizig mit Heilmitteln. Er hat echt ein Aggressionsproblem, ja. Nein, er hat Verlustprobleme. Nach allem, was sie uns angetan hat? Wie viele unserer Männer sind draufgegangen wegen diesem Miststück? Sie haben ja recht, Captain. Aber ihr persönlicher Rachefeldzug bringt uns nicht weiter. Wenn sie nicht blind vor Wut gewesen wären, wären nicht so viele Männer draufgegangen. Halt den Mund. Geht es ihnen überhaupt noch um unsere Mission? Halt den Mund! Wir tun die Männer leid, die gestorben sind, weil sie an sie geglaubt haben. Was ist mit ihnen los? Und dass Finn nicht sehen kann, was aus ihnen geworden ist. Ich werde mir Ada vorknöpfen. HQ, hier Alpha Leader. Wo befindet sich Ada Wong? Ich komme mit. Jemand muss auf sie aufpassen. Ob sie wollen oder nicht. HQ, wir haben die Position für Sie. Ada Wong hat die Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden zum Hafen. HQ an alle Teams. Ada Wong wurde gesichtet. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie lebend. So eine Bromance. Okay. So sehr, das ist echt hardcore.